Juwelier. Gesegneten Morgen, Mensch. Ihr steht wohl beim ersten Hahnenschrei auf, was? Na gut. Zwergensoldat. Die heilige Zwergenaxt. Ach, hier hinten geht's noch weiter. Zwergenschmied. Ach, und mal wieder eine Schlange. Und eine Wespe. Alles, was irgendwie giftig ist. Oh, und ein Söldner. Was machst du denn hier? Noch ein Söldner. Ha. Jetzt wird es aber langsam mal Zeit für den Stufenaufstieg, finde ich. So. Ich glaube, jetzt verlaufe ich mich langsam hier hinten im Wald. Verschlossene Truhen. Ob dafür die Schlüssel waren? Hervorragend. Ha. Sehr schön. Ich habe keinen Schlüssel für dieses Schloss. Nee, liegt für beide nicht. Ob wir den noch finden oder ob ich es probieren soll? Na. Oh. Mann, hier hat sich ja jemand besoffen. Na schön. Dann gehen wir erstmal hier wieder ein bisschen in die Siedlung. Den Zwergenschmied. Dich hatte ich doch schon gesehen. Zwergensoldat. Geschäftsschild. Na, sollst das Geschäftsschild lesen. Hallo? Rathaus Glenborus. Ah. Gesegneten Morgen, Mensch. Aber es ist gerade erst dunkel geworden. Grüße, Zwerg. Was gibt es an Neuigkeiten? Leider habe ich euch nichts Neues zu berichten. Schade. Gregor Dunatrim. Nun gut, dann reden wir mal mit dir und speichern vorher. Seid gegrüßt, Mensch. Rülps, okay. Ich bin Gregor Dunatrim, der Bürgermeister von Glenborus. Rülps. Okay. Seid ihr sicher, dass ihr der Bürgermeister seid und nicht ein größenwahnsinniger Suffkopf? Ich sage immer, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Prost, Freund Mensch. Rülps. Oh Mann. Ganz recht, aber behaltet eure Fahne nach Möglichkeit bei euch. Was trinkt ihr da überhaupt? Alkohol mit Honig? Man nennt es Met, mein Freund. Das Beste, was es für einen Zwerg geben kann. Rülps. Bis dann. Lüks. Ja, aber ich kann euch verraten, es ist wirklich der Bürgermeister. Und jetzt verstehen wir vielleicht die Sorge der Zwergin, ob dieser Bürgermeister in den Krieg ziehen wird oder nicht. Ah, es heißt, die Heiler von Allerrot haben die Verbindung zu ihrer magischen Quelle verloren. Ich habe schon immer gesagt, dass sich die Leute heutzutage viel zu sehr auf magische Heilung verlassen. Was wird geschehen, wenn es ihnen nicht gelingt, wieder Zugang zu ihrer Quelle zu finden? Wir haben viele der wirksamen Hausmittel unserer Vorfahren vergessen, weil wir uns stattdessen auf Magie verlassen haben. Und nun haben wir den Salat, nicht? Vielen Dank für eure Zeit, Freund Zwerg. Na gut. Und was sagst du uns eigentlich?
Du bist dir auch nicht sicher, ob ich männlich bin? Hm. Kriegst du das nicht mit? Von der geballten Wolke Testosteron, die dir entgegenschlägt. Immerhin bist du eine Frau, du müsstest anfällig dafür sein. Es heißt, eine geheime Sekte mit dem Namen Sackwerfer mache das Land unsicher. Bitte was? Sie werfen wohl jungen Mädchen Säcke über die Köpfe, um sie zu entführen und dem Herrn des Chaos zu opfern. Das ist der Grund, warum in letzter Zeit so viele Menschenfrauen in Verdistis vermisst werden. Okay. Sackwerfer. Da hätte man sich auch was Besseres ausdenken können. Mal ehrlich. Holzschrank. Die Betten sind verdammt groß für Zwerge. Da passe ja sogar ich rein. Was gibt es hier noch so? Eine tolle Rüstung, die wir eh nicht anlegen können. Ja, wie kommen wir dort hinter? Ach, da. Ja, wenn man blind ist, ne? Schlüssel. Speichern. Können ja mal das versuchen, den Schlüssel zu klauen. Ha, hat niemand gemerkt. So gern ich auch wüsste. Was? Das war nicht der richtige Schlüssel dafür? Ach so, hier gibt es noch mehr verschlossene Truhen. Die besten Minensysteme diesseits der Berge von Peixo dem Vermesser. Dieses Werk dürfte nur für Zwerge von Interesse sein. So widmet der Autor beispielsweise über 50 Seiten der detaillierten Beschreibung von Farb- und Texturvariationen des grauen Gesteins bestimmter Tunnelwände der Flachlande. Oh mein Gott. Es gibt so unglaublich viele langweilige Bücher auf der Welt. Zwergenaxt, ja, die ist auch ziemlich klein. 8 bis 99. Verschlossen. Das ist natürlich traurig. Gibt es keine weiteren Schlüssel? Misslungen, schade. Na gut, dann halt nicht. Okay, dann lesen wir mal noch, was es hier noch so gibt. Ja, das haben wir schon gehabt. So. Oh. Ja, nun schaut euch das mal an. Das ist eine Karte, meine lieben Freunde. Nämlich die Karte der Zwergenhallen im Dunkelwald. Allerdings wird es noch ewig dauern, bis wir dorthin kommen, von daher. Und uns bringt die Karte im Endeffekt auch nicht so viel. Hier sehen wir schon mal eine Schmiede. Hier ist wahrscheinlich irgendein Stollen. Das hier in der Mitte ist schwer zu erkennen, aber dort ist eine Krone. Dort sitzt wahrscheinlich der Zwergenkönig. Interessant, interessant. Wusste ich gar nicht mehr, dass man hier eine Karte dafür findet. Na, okay. Schwarze Magie. Sieht zumindest so aus. Na schön, na schön. Das hier sieht mir aus wie eine Taverne. Zwergenjuwelier. Nein. Jetzt wird es ja nicht gleich wieder rausgehen. Zwergensoldat, Zwergenminenarbeiter, großes Bierfass, Zwergenjuwelier. Sieht so aus, als würden sie hier irgendeine große Gemeinschaftsfeier vorbereiten. Oh, ein Kellerloch. Aber wirklich kein namhafter Zwerg hier. Wache, okay. Seid gegrüßt, Mensch. Ist das hier das Gefängnis? Ja. Kann ich das Gefängnis besichtigen? Aber sicher, macht nur keine Unordnung. Ich habe diesen Ort sauber und aufgeräumt zu halten, wisst ihr? Werde ich nicht, danke. Und nach mir wirst du dann einfach die Tür zumachen. Oder wie?
Oh, schon wieder ein Buch. Was macht das hier unten? Hervorragend, Pickel. Truhe enthält nichts. Holztür verschlossen. Ist da jemand drin? Oben scheint auch niemand drin zu sein. Es ist auch verschlossen. Na schön. Eine Reise durch die Wälder ist heutzutage ein großes Wagnis. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich vor einigen Jahren geistesabwesend einen Pfad entlang wanderte und mich plötzlich in einer Trollhöhle befand. Als ich in die Gesichter dieser unberechenbaren Kreaturen blickte, wurde mir klar, dass auch Trolle Privatsphäre schätzen, und verabschiedete mich unter Entschuldigungen eiligst. Das haben wir auch schon mal gelesen. Na gut. Niemand da. War ich jetzt hier schon drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Minenarbeiter, Bücher. Tja, offensichtlich gibt es hier viel mehr als ja, Lesestoff erstmal noch nicht zu holen. Schade eigentlich. Okay, vielleicht ja doch. Drachen und Lindwürmer, das kennen wir schon. Magst du nicht vielleicht irgendwie mal kurz hier rüber gehen? Ach komm, ist doch gar nicht so weit. Oder da raus. Toll. Trimdedalus, dem Attentäter, dritter Teil. Davon hatten wir auch einen Teil. Ich habe vergessen, welchen. Deswegen, was soll's. So, wir das auch noch verewigt haben. Da oben ist dann nichts weiter drin. Wahrscheinlich ist es hier der Zwergengelehrte, wenn ich mir das hier so angucke mit den ganzen Büchern. Kegan der Eremit. Es ranken sich unzählige Geschichten um den mysteriösen Eremiten Kegan. Es heißt, seine Mutter sei eine hochstehende Edeldame von Burg Eisenfaust gewesen, sein Vater hingegen eine Riesenschlange aus den Ödlanden, bitte was? Und seiner Mutter erbte Kregan Mut und Disziplin. Sein Vater gab ihm List und Bösartigkeit mit auf den Weg. Im Alter von 20 konnte sich Kregan mühelos in eine Schlange oder Eidechse verwandeln. Aufgrund dieser Fähigkeiten, gepaart mit der Tatsache, dass er aus einer unheiligen Vereinigung hervorgegangen war, wurde er von den meisten gemieden und war auf der Burg nicht gern gesehen. Daher zog Kregan nach Teneptiriel in den Dunkelwald. Dort wollte er in stiller Einsamkeit leben. Mal gucken, ob wir dem noch begegnen. Okay. Kochrezepte. 14. Tipps für die Zubereitung von Haferbrei. Zwergischem Haferbrei wird Salz hinzugefügt, was ihm seinen einzigartigen Geschmack verleiht. Elfen und Menschen hingegen verwenden kein Salz, sondern essen den Brei gerne mit Zucker oder gar Sirup. Zwergische Minenarbeiter bereiten zu Beginn der Woche oft eine große Portion Haferbrei zu. Sobald der Brei abgekühlt ist, lässt er sich in Scheiben schneiden, sodass der glückliche Zwerg jeden Tag eine Scheibe genießen kann. Oh Mann. Die hübsche kleine Tanzeti zählt zu den beliebtesten Blütenpflanzen in Rivellon. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal. Das haben wir schon mal bei den Heilern gelesen. So. Ja, so langsam haben wir auch einen Teil der Bücher hier in Divine Divinity ausgelesen. Schüssel.